jetzt inzwischen zum zweiten Mal und der Grund ist, dass wir uns mit den digitalen fortschrittlichen Lehrkräften, aber auch mit anderen gesellschaftlichen Verbänden und Start-ups, die sich eben alle für digitale Bildung engagieren, vernetzen wollen, uns mit denen austauschen wollen, von denen auch lernen wollen. Und das ist einfach ein Anliegen, dass wir da einfach auch nicht am Markt vorbei entwickeln, sondern dass wir auch mit den Teilnehmern dort ins Gespräch kommen und uns weiterentwickeln können. Da Deutschland einfach, was das Digitale angeht, ist wie so ein Flickenteppich. Und da ist einfach ganz wichtig, dass man aus verschiedenen Bereichen und Bundesländern eben Informationen bekommt und sich austauscht und so sozusagen gemeinsam daran arbeitet für eine gute Lösung. Also zum einen die Vernetzung mit anderen Kollegen und Kolleginnen aus verschiedenen Bundesländern, und da ist mir vor allem eine Schule aus Schleswig-Holstein heute begegnet. Die haben schon vor vielen Jahren das Konzept des Bring Your Own Device eingeführt und arbeiten komplett papierlos in ihrer Oberstufe, und das finde ich unglaublich spannend, wie das zu bewältigen war und wie man damit umgeht. Dass da einfach sehr offen mit den Ideen der Lehrkräfte umgegangen wurde, fand ich super. Ich konnte auch direkt meine Vorstellung unterbringen, was mir aufgefallen ist. Ob jetzt der Webcode ist oder Material, was über QR-Code zum Beispiel verlinkt werden kann, fand ich super. Und auch wenn ich sag mal, erst ein bisschen skeptisch war beim zweiten Thementisch, war ich bei dem neu entwickelten Programm oder der App ChatClass eben für den Englischunterricht. Und nachdem ich jetzt selber in Schülerrolle da drin war, versuche ich vielleicht doch nochmal meinen Schulleiter zu überzeugen, ob ich das mit meinen Englischleuten nicht doch ausprobieren kann. Wirklich sehr gut gefallen. Ich fand diese Diskussionsrunden wirklich gut geplant, und ich glaube, dass es sinnvoll war, diese vielen Akteure aus unterschiedlichen Bereichen so zusammenzuholen. Wir haben dann auch am Ende tatsächlich nochmal diskutiert, dass wir Ergebnisse haben, die wir festhalten wollen und an denen wir uns alle gemeinsam orientieren wollen und die wir auch nach außen tragen können. Ich fand es eine schöne Veranstaltung, tolle neue Leute kennengelernt, und ich habe das Gefühl, der Verlag ist richtig im Aufbruch, was zu bewirken. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, es war total cool, dass ihr da wart. Wir hatten eine absolute Bereicherung, und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr wiederkommt nächstes Mal.